Hallo und herzlich willkommen zu einem neuen Video. Jetzt bin ich aus Mandy von Mandys Bastelshop und wir sind heute bei Tag 13. Es wird langsam aufwendiger, also ja, aber wir wollen uns ja steigern. Falls du noch nicht weißt, was es mit dem Kräftemper 2022 auf sich hat, empfehle ich dir mein erstes Video. Da erkläre ich das alles nochmal hier kurz zusammengefasst. Mit dem Kräftemper 2022 Hashtag sammeln wir alles, was wir im Monat November gebastelt, geklöppelt, gehäkelt, gestrickt haben. Es wäre schön, wenn sich da ganz viele beteiligen, egal ob Deutschland, Europa, weltweit, dürft alle mitmachen. Und dann beginnen wir doch mal. Ich werde hier ein klein wenig durch die ganzen Serien springen und mir die schönste Deko hier heraussuchen. Ja, mal gucken. Also das werde ich auf jeden Fall nehmen. Den Text vielleicht von hier. Den Rest werden wir sehen. Ich muss dann erst noch mal gucken, was ich hier so im Einzelnen geplant hatte. Dadurch, dass ich die jetzt schon einige Tage vorbereitet habe, bin ich mir selber gar nicht mehr so sicher, was ich machen wollte. Aber das wird sich finden. Klebeband habe ich heute noch nicht vorbereitet. Aber es geht bekanntlich immer sehr schnell. Heute habe ich wieder ein großes Foto. Die Streifen werde ich auch zuerst aufkleben. Weil die wahrscheinlich die ganze Breite einnehmen werden. Achso, du siehst das Ganze natürlich wieder im Schnelldurchlauf.
Ich glaube, das reicht. Dann wären wir schon fertig mit Tag Nummer 13. Dann danke ich dir fürs Zusehen und bis morgen. Tschüss.